Und da sind wir auch schon wieder. Wir wollten ein bisschen bauen. Ach, jetzt haben wir ein bisschen Hunger. Wenn wir da mal einen Apfel schnabulieren und mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Wir wollen auf jeden Fall in die Wüste gehen, weil da gibt es schön viele große Bäume und so. Damit können wir arbeiten. Können wir ein bisschen bergsteigen. Da kam jetzt vor kurzem auch ein neuer Patch rein. Da gibt es jetzt nämlich so eine Händler, das sind so eine Geister. Das sind die Dinger hier. Oh, halt. Jupp, diese Mannekicken Geister dort, die weißen, die man hier so sieht. Das sind Mannekicken, da kann man so eine Art Auktionshaus benutzen. Das ist dann quasi von den ganzen Spielern die Shops. Die kann man aber begutachten, Zeug rauskaufen. Das ist ganz cool. Die werden dann auch auf der Karte, kann man sich anpinnen, wo die sind. Kann man nochmal vorbeilaufen, das ist ganz cool gemacht. Ja. Ist nicht schlecht gemacht. Wollten zur Wüste, wollten wir. Ein bisschen Erde essen. Na, ist doch mal den Apfel hier. Ach so, cool, Tag. Das sind Blümchen, die kann man kaputt machen. Da gibt es dann Samen. Wenn man die kaputt macht, die Blumen. Haben wir ein kaputtes Messer da drinnen. Die Werkbänke wird. Oh, da ist ein Zombie, der wird uns wehtun. Kommt nämlich die Nacht, das ist da so ein bisschen wie bei Minecraft. Da kommen dann halt Zombies und Skelette. Die wollen denen dann ans Leder. Aber nicht mit uns. So, wir haben ja auch einen Knüppel. Kann man so schön verknüppeln. Nebenbei erstmal ein paar Äpfel. Man hat ja auch so eine Autolauffunktion über R, ist auch ganz praktisch. Wenn man längere Strecken zurücklaufen muss. Gibt es auch Mounts, die kann man wohl in der Gegend finden. Reittier ist auch ganz praktisch. Ja. Wir schnabulieren schön unser Äpfelchen nebenbei und gucken wir mal, ob wir irgendwie zur Wüste kommen. Dann gibt es hier so eine Seelen, sage ich mal, die kann man aufsammeln, da kann man seine Mana wieder auffüllen. Bam, jetzt haben wir 110. Wenn denn mal Mana irgendwann zur Verfügung steht. Wir haben auch ein bisschen Leben verloren, warum auch immer, weil wir ja gestrandet sind. Da ist ein Skelett da hinten. Wenn wir aber einen gefüllten Magen haben, kriegen wir auf jeden Fall automatisch wieder HP dazu. Aber mit den Äpfeln kommen wir da nicht so weit. Oh, hier ein paar Steine, nehmen wir einfach mal mit. Oh, mitgenommen. Passiert uns auch nichts, wenn wir das mitnehmen, das Zeug. Finden. Nö. Alles leer. Oh, hier haben wir ein bisschen was. Noch ein bisschen neuere Nahrung. Findet man auch. Ist auch random. Dass hier ein bisschen was wächst. Können wir alles mitnehmen. Haben wir wieder ein bisschen Essen. Können wir gleich mal reinschnabulieren. Das bringt, glaube ich, auch gleich ein bisschen mehr. Diese blöden Äpfel. Ein paar Potatoes. Da bloß noch eine Fackel bauen, weil sonst seht ihr ja nicht viel. Flup. Dann machen wir Zweige hier rein und dann können wir uns ein Fackelchen bauen. So, jetzt sehen wir auch ein bisschen was. Ein kleines Fäckelchen. So müssen wir. Wir sind noch auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. 3 Tage, dann ist das Ding auch offen. Da könnte man da reinspazieren. Man könnte es auch kaputt machen, aber ich denke mal, die Türme werden dann noch auf uns schießen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nebenbei werden wir noch schön Potato reinlanschen. Wir können auch hier so einen Huhn kaputt machen. Dann kriegen wir ein bisschen Hühnerfleisch.
Bam, da liegt's. Und noch ein bisschen anderes Gelumpe. Federn für Pfeile später, ein paar Eier. Auch kein Fleisch, also nur Eier und ein bisschen. Mal Steine. Oh, der Fall. Oh, unser Dings, da muss das kaputt, da bauen wir den mal neu. Unser Knüppel aus dem Sack. Dann machen wir den alten, können wir wegmachen. Jetzt ist ein bisschen dunkel hier. Ach ja, da oben, dann gehen wir gleich mal gucken. Das ist immer ein Zeichen, dass das angegriffen wird von diesen NPCs, sage ich jetzt mal. Da wird dann die Burg dort angegriffen, die da steht. Wenn man da nicht was ein Opfer darlegt, sage ich jetzt mal. So wie es aussieht, ist hier schon randaliert worden. Kommt dann in einem Tag kommt dann da Zeug. So eine Haifische und so. Oh. Und die ruppen dann hier rein und machen alles kaputt. Wenn man die nicht auffällt. Ja, Schaufelchen. Brauchen wir zwar nicht, aber. Wir haben ja erstmal Platz. Ein paar Fischchen. Nehmen wir alles mit. Können wir grillen, das Fischchen. Ein paar Tomaten hier können wir auch. Ach so. Farming. Hühnchen. Karotten. Ach ne, das sind Blumen. Die wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Karotten, die nehmen wir mit. Ja. Sondern nochmal Ratten, wenn das lange nicht bewohnt ist, das Gebiet, sage ich jetzt mal. Gleich wird es wieder hell. Dieser Rennen können wir auch. Dann schnappelieren. Am besten ist immer schön viel essen, dass man einen vollen Magen hat. Mit den Kartoffeln kriegen wir das gut hin hier. Jetzt haben wir einen vollen Magen, jetzt heilen wir auch automatisch wieder. Auch schon eher P-Punkt mehr. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. So. Gucken wir uns das hier mal an schnell. Bauen wir ein Hühnchen. Das ist alles schon kaputt hier, wa? Nichts mehr zu holen hier für uns. Manchmal hat man doch ein bisschen Glück, dass noch irgendwo was Brauchbares drin ist. Deswegen gucke ich da gerne auch hier zum Beispiel. Brauchen wir zwar noch nicht, aber nehmen wir einfach mit. Ach, hier 11 Tage. Ui, hier ist ja doch noch jemand. Dann gucken wir mal hier in die Werkbänke rein. Da kann man eben einfach so rein gucken. Diese Fackel kaputt, bauen wir dann mal eine neue. Zack. Tinkering, oh, hier haben wir noch ein Stückchen Holz. Da sagen wir doch nicht, nee. Das nehmen wir doch mit. Das ist auch noch eine Burg. Da ist ein Zombie wieder ans Leder. Hier haben wir Kohle. Oh, da ist sogar ein Spieler, ich drehe durch. Können wir gleich mal Hallo sagen. Können wir hier auch winken mit X. Schreiben wir mal Hi. Oh,
Und dann ziehen wir mal einfach mal weiter. Sogar offen ist seine Hütte, so wie es aussieht. Dann lassen wir den mal in Ruhe. Ach so, wir sind ja falsch gelaufen, wir wollten ja da lang laufen. Ah, hat schon einen Rucksack gehabt, der Gute. Ah, er angelt eine Runde. So wie es aussah, zumindest. Jetzt wird wieder Tag. Jetzt sehen wir auch wieder was. Was sehen wir dann in der letzten Folge, was wir von uns will. Also bis dann. Ciao, ciao.